Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vanilla. Gut. Ich bin auch da. Ja, unglaublich, aber wahr. Habe ich dir gar nicht angesagt? Nein. Oh. Mit dabei ist gewesen. gut. Also, wir fangen mal hier an, was schön zu bauen. Ja, nicht wir. Wenn ich die wir sage, meine ich die Zuschauer. Ja. Solltest du doch langsam schon gewohnt sein. Okay. Hier sind noch 22 Steaks. Kohle, Eisen. Kohle, Eisen. Also hier, das lassen wir jetzt erstmal so. Das wird erstmal so provisorisch bleiben. Da baue ich mit ihm zusammen. Jo. Die Steaks können auch noch hier rein. Lohnt sich das überhaupt eigentlich, ein Schild zu machen, oder? Ja. Ist er eigentlich so stark? Ja, es blockt alles ab. Ja, machen wir mal einen. Ich mach dir gleich einen mit, ne? Okay. Das sterbe ich dann ja nicht mehr. Aber meine Items sind weg. Die spawnt? Ja. Shit. Das war... Ah, ein Schild. Nicht mal die Items, wo ich gerade dran gestorben bin, sind noch da. Es gibt ja nur diesen einen Eisenschild, ne? Was, Heavy? Es gibt nur ein Schild bisher, ne? Du kannst das färben. Ja, das weiß ich. Ja, das gibt's nur das eine. Also deins ist auf jeden Fall in der Truhe. Nee. Okay. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich mach mir mal erstmal einen Eimer. Natürlich, gerade wo ich anfange draußen will zu bauen, fängst du an zu pissen. Kannst du kurz disconnecten? Ja, ich muss nur noch sicher stehen irgendwo. Jo, ich lieg gerade im Bett und nutze die Gelegenheit und trinke kurz. Oder weißt du was, wenn ich auch machen kann? Ich kann auch mal die ganzen Tiere holen. Also ich lieg schon im Bett, ne? Ah, kannst wieder rauf. So, jetzt wird's lustig. Zäune bauen, das war glaub ich so. Nein. Also seit diese Änderung war mit dem Zäunebauen, komme ich irgendwie nicht mehr klar. So war es genau. Alter, ich sehe gerade, ich gehe gerade so meine Surferliste durch. Hypixel, kennst du noch? 42.000 Slots jetzt. Hat sich später irgendwie nochmal Bock, irgendwie so ein Minecraft-Minigame zu zocken? Können wir machen. Verdammt. Bedwars? Du meinst die Runde wie damals, erstmal so einen fetten Palast bauen? Gott, hör mir auf. Ey, das war so geil. Er mit einem Kumpel am Schauen, dass wir die ganzen Ressourcen bekommen. Die kommen wieder. Dumme, was hast du da? Ich hab ein Haus gebaut, hast du neue Räume. Das war so heftig einfach. Hat wir die Runde eigentlich gewonnen? Glaub schon. Oh Mann. Das war schon heftig. Aber auch lustig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Runde war einfach mega. Ich kann mich auch noch an die schnellste Runde erinnern. Einmal durchgerusht, Bett zerstört, fertig. Ich kann mich auch noch an meine Ich hab mich gerade gewundert, was da gerade rumgefackelt ist. Das war nur ein Huhn. Ich kann mich auch noch an meine schnellste Runde erinnern. Und genau in dem Moment, wo ich runterfalle, zerstören die unser Bett. Nice. Ich kann mich auch noch an meine allerschnellste Runde LOL erinnern. Die ging ganze 5 Minuten 43.
War nicht so OP? Nein, ich war so OP. Das war ein Aram, also das war so ein Spaßmodus, was passiert. Man bekommt da zufällige Champs zugewiesen. Naja, mein Champ war so ein bisschen OP. Ich glaube, wenn ich den Namen sage, weißt du sofort Bescheid. Einfach nur weil. Hä? Kannst du ja Mann sagen? Katharina? Oh Gott. Ey, diese Runde war so einfach so ein Haufen Müll für die Gegner. Das sah so aus. Runde fängt an. Oh, die kommen zu fünft auf mich drauf. Pentakill. 5 Minuten. In den 5 Minuten. Wir haben alles durchgewascht. Ich bin kein einziges Mal gestorben und bin mit 37 Kills rausgegangen. Alter, Dominik. Kannst du aufhören, die Gegner zu fucken? Ey, ich hab das noch nicht mal extra gemacht. Dieser Champ ist einfach so broken. Es ist einfach so. Also ich komme jetzt mal weg mit den ganzen Sachen. Oh nein, ich habe die ganzen... Ah ne, habe ich doch nicht verloren. Habe ich noch alles. Sehr schön. So. Ich glaube, ich baue hier unten gleich mal eine XP-Farm. Mach das. Mit den ganzen Wie komme ich hier raus? Fuck! Alles klar, bau du deine XP-Farm, ich schau mal, dass ich hier was mache, ne? Ach, ist schon was, ich baue hier unten gleich weiter. Habe ich einen nichts zu verlieren. Also ich weiß nicht, irgendwie ist das Schild, finde ich, ein bisschen zu groß fürs Inventar. Also für die Anzeige. Man gewöhnt sich dran. Ja. Mal hier Holz sammeln. Hä? Erstmal Holz sammeln hier unten. Ich habe kein Holz mehr, ich habe gar nichts mehr. Oh, vielleicht kriege ich also dabei dazu, dass irgendwann mal Targun in der Aufnahme dabei ist. Gott, ey, Targun. Was ist? Bisschen her. Ich glaube, ja, aber ich habe ihn ja auch mal so getroffen im Livestream von Tobi. Wusstest du eigentlich, dass es jetzt von Infinity Evolved auch schon eine Skyblock-Version gibt? Ich glaube schon. Ich habe die mal gespielt. Ich weiß nicht. Das ist ja sofort der Expertenmodus. Okay. Ich bin ehrlich, ich bin da kein Freund von. Also so ist es scheiße gemacht, finde ich. So heftig? Du wirst offiziell gezwungen. Du wirst blind reingeworfen, das ist es. Und ich finde ganz ehrlich, so Skyblock, wo du aus einem Holz nur 2 Bretter kriegst, ist soweit. Ist es scheiße. Das ist Cracktech-Style. Ja, das ist schon zu heftig. Vor allem, du kannst ja. So, Aquarian Skies und so weiter, kennst ja noch, ne? Ja. Was war so das. So ziemlich eins der wichtigsten Sachen, die du da machen musstest? Also für die Erzverarbeitung, sag ich jetzt mal. Damit du an der Erze kommst. Für die Maschinen. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Einfach so ein Autoklicker, der Autonomus zum Beispiel. Oder so ein Pulverizer oder sowas. Stimmt, ja. Ja, ja. Weißt du, was du beim Expertenmodus dafür brauchst? Was? Die Bildkraftlaser. Easy. Also, im Grunde genommen, es ist schon... Es ist möglich, so ist es nicht. Aber ich habe keinen Bock dann irgendwie so... 10 Stunden rumzupümmeln und erstmal alles zu lieben. Das ist auch scheiße und langweilig. Hühner brauchen wir noch. Weißt du, was ich gerade mache? Ich brauche erstmal Steine. Rote Beete. Ach verdammt, wir haben keine Knochen mehr, ne? Hatte viele dabei. Oder warte. Vielleicht habe ich noch in der einen Truhe mit dem... Verdammt! Dann gehe ich jetzt einfach mal... Obwohl, Schafe kann ich holen. Wo waren Schafe? War denke ich auch direkt vor unserer Haustür. Ich sehe hier keins.
Okay. Ich sehe nur Kühne. Kühne, hm? Kühne, Schweine, Hähne. Oh, habe ich hier eigentlich schon irgendwann mal. Nee, als ich hier was habe ich ja nicht die Filme gezeigt, die wir mal gedreht hatten in einem Camp, ne? Nein, das wolltest du aber. Oder ich glaube, du hast es mir doch gezeigt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr. Ich lade die irgendwann echt mal auf meinen Kanal hoch, aber mach die nicht öffentlich. Darf ich ja alleine schon nicht öffentlich machen. LOL. Was? Kämpf ab sofort nur mit der Axt. Ist sie stärker oder was? Eine Steinaxt hat 9 Attack Damage. Ein Eisen auch. Ein Eisenschwert hat 6 Attack Damage. LOL. Ja? Ich hab grad einen Zombie, wenn ich einen Critical Hit mach. Das ist, glaube ich, One Kill. LOL. Und das mit einer Steinaxt. Aber du hast halt einen verdammt langsamen Attack Speed. Das ist halt der Nachteil. Ach so, je höher der Attack Speed ist, ist das so? Umso höher der Attack Speed ist, umso schneller ist deine Waffe wieder bereit. Also, okay, ich hatte schon gedacht, weil er da steht 0,9 Angriffsgeschwindigkeit, dachte ich jetzt, das ist so geregelt, 0,9 Sekunden. Nee. Also 0,9 Angriffe pro Sekunde oder wie? Ja, kann man so sagen. Glaube ich zumindest. Ja gut, aber in dem Sinne ist eigentlich das Schwert schon besser, weil es 1,2 Angriffsgeschwindigkeit hat. Alter, hier ist kein Schaf. Weil du halt wenn du das hier weiter addierst, du hast dann über 5 Schläge hast du 6 Angriffe. Kommst du auf mehr Damage. Also, ich habe jetzt noch kein Schaf gefunden, aber schon 7 Hühnereier. Easy. Boah, boah, mir tut der Nacken was weh. Habe einfach kein Nackenkissen mehr. Wie lange geht die Folge schon? 12 Minuten, sag mal 13. Ah, passt. Musst du gleich weg, oder? Baby. Kumpel hat nur angefragt, wo ich später rauskomme. Also. Ja, ich glaube, ich gehe gleich sogar auch nochmal zurück zur Eisdiele und Eis essen. Ja, ich gehe Cabrio fahren. Ich fange jetzt bald auch mit meinem Führerschein an. Du, da brauchst du noch keinen. Ja. Ich habe mich erstmal aufs Abi konzentriert. Ja, klar. Weißt du eigentlich, welches Auto ich fahre? Lamborghini Lasserotti? Knapp daneben. Nee, hau mal raus. Ist das wirklich hören? Ja. SLK AMG. Stimmt, das hat jetzt in der ersten Aufnahme schon gesagt. Stimmt, ja. Wo ich mir den Lamborghini mitgehalten habe. Du hast ja echt komplett durchgezogen? Ja? Erzähl das nochmal, ich hab's noch nicht so ganz im Kopf. Wie ist das? Ach, schade. Kannst du noch mal kurz? Oder bist du gleich oben? Was, hä? Bett, schlafen, knacken, ratzen. Kannst wieder rauf. Ich könnte eigentlich echt ein Bett machen. So viele Strings, wie ich da unten habe. Alles klar. Eisen. Auf WhatsApp siehst du es auch als mein Profilbild. Schau ich mal ganz kurz an. Nicht schlecht. Es macht ultra Spaß damit zu fahren. Vor allem bei so einem geilen Wetter. Einzige, was bei dem Profilbild stört, hast du ein kleiner Kobold da vor dem Auto. Achso, das bist du! Netter Versuch. Gibt's eigentlich Netter Versuch, aber so schnell kannst du mich nicht nerven. Ach, schade.
Lol. Lol? Wie? Wie? Das wüsstest du jetzt wohl gerne, ne? Wir könnten jetzt natürlich noch Diamonds to You machen zusammen. Das wüsstest du jetzt echt mal gerne, wie ich das hingekriegt habe, ne? Ja. Ich hab schon erzählt. Nee, nee. Also ich spanne jetzt extra mal was auf die Folter. Ich glaube, die Zuschauer haben es ja gesehen, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, dann musst du mal die Folge sehen. Ah, hier sind Leute, die waren. Christian. Ja. Weißt du, wo die Schafe waren? Vor deiner Haustür? Nein, auf dem Berg. Beziehungsweise was hinterm Berg. Neuch. Ey, da waren es aber vorhin nicht. Da sind die da rüber gewandert. Alter. Oh ja, kommt der geilen Schafe. Ihr wollt mein geiles Weizen. Die armen Schafe. Ey, das sind nicht nur Schafe. Eine Kuh ist auch dabei. Die armen Tiere. Ja, deswegen mache ich jetzt mal, wenn ich mit dir aufnehme. Was ich mit dir mache, ist ja Tiervergewohltätigung. Ja, ja. Alter, jetzt im Ernst. Weil ich gerade runtergefallen bin, haben die Viecher die Akku verloren. Ihr wollt mich veräppeln. Nee. Also das, was ich gerade mit den Tieren gemacht habe. Da wird sich die Peter bestimmt einschalten. Oder Greenpeace oder sonstiges. Also hier bitte gewünschte Tierschutzorganisation einfügen. Hallo, kommt er? Ich habe ja geiles Korn. Oh, Korn. Hm, kennst du den? Ich trinke Uso. Und dann machst du so. Mein Gott. Damit hat sich gestern ein Kumpel bei uns angekündigt. So, eine Kuh wurde notgeschlachtet. Notgeschlachtet wegen Rassentrennung. Okay, Zombie, warum bist du da oben gespawnt? Das willst du gar nicht erst wissen. Weißt du, ich stehe da so FK gerade rum, weil ich gerade Mobs spawn in Google. Ich noch mal wissen muss, wie die Spawn-Radius war. Okay, jetzt brauche ich nur noch rote Beete und ein paar Schafe fürs und ein paar Samen für Hühner. 9x9, das bedeutet so. Hier, ja. So. Das soll noch weg. Scheiße. Wie findest du jetzt eigentlich hier diesen neuen Weg? Achso, diesen Path. Ja. Finde ich nicht schlecht, mal eine Abwechslung. Hm? Du kannst auch bestimmt mit Redstone eine 9x9 Koppeltür bauen, oder? Eine 3x3. Ja. Ja, super. Dann machen wir da später so eine Tür hin. Okay. Ja, da kann man noch was auffüllen, dann können da die Hühner rein. Obwohl, wollen wir Hühner so generell anpflanzen? Mhm. Ich pflanze Hühner an, und was machst du? Züchte Dominix.
Echt? Willst du die Weltherrschaft übernehmen? Ich auch. Geil, ne? Hm? Und zusammen? Okay, ich weiß, die Folge ist gerade schon vorbei, aber das will ich mal ganz kurz fertig machen. So. 1, 2. Weil dann kann man hier noch ein Feld hin machen. Also für unsere Pferde machen wir schon noch eine ordentliche Garage, ne? Ja. Sehr schön. Kann ich da auch Flugplatz einparken? Ah, kriegen wir schon hin. Geil. Ja. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Kieswege haben mich schon langsam genervt. Die sahen irgendwann so scheiße aus. Ich habe schon mal versucht, mit Diorit oder Granit einen Weg zu machen, aber das sah auch nicht so viel besser aus. Mit dem Granit ging es halbwegs. Okay, Geronimo, gleich kommt der nächste Tod. Und die Pfeile her? Ach, da. Sehr schön, die erste rote Beta ist fertig. Gut, dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Geronimo. Willst du auch noch Tschüss sagen, oder? Ja, gerne. Tschüss.